Abgefahren heißt das neue Stück am Lutz der jungen Bühne des Theater Hagen, das an diesem Samstag dort seine Premiere feiert. Es geht um den Kreislauf aus Drogenabhängigkeit und Kriminalität. Auf der Bühne stehen ehemals süchtige Straftäter. Sie erzählen ihre eigene Geschichte. Worum es in diesem Stück geht, das erzählt uns nun Werner Hahn. Drogenknast. Häftlinge stehen in einem Raum beisammen. Einer hat unerlaubte Substanzen zu sich genommen. Das heißt, alle werden erhöht kontrolliert. Und dieser Druck, dass man jetzt wieder kontrolliert wird, dieser Druck, dass man von anderen denunziert wird, verraten wird, wer hat da gepfiffen, wer hat da gedealt im Knast, der Druck führt dazu, dass Männer, die harte Biografien hinter sich haben, plötzlich anfangen aufzubrechen. Sie erzählen aus ihrer Vergangenheit, sie erzählen Dinge, die sie bewegen, sie machen Dinge, zu denen sie eigentlich davor nicht fähig waren. Sie öffnen das, was ganz, ganz tief drinnen in ihren Seelen schlummert. Darum geht's. Mein Hirn, Wache, alles nur Wache. Kein Gedanke, der sich formt, kein Wort, das es wert ist, ausgesprochen zu werden. Meine Seele, eine Wolke, eine dicke, fette Wolke. Und wenn du danach greifst, ist sie ein Nichts. Warum? Worauf? Halt endlich deine Fresse! Halt endlich deine gottverdammte Fresse! Bedingt mal ausprobieren, aber mein Stolz war mir ein Weg gewesen. Und mittlerweile stehe ich dahinter. Bringt mir sehr viel, gibt mir sehr viel. Und ich lerne mich neu kennen und macht mir auch riesen Spaß. Spannend war, wie dieses Projekt entstanden ist. Wir hatten letztes Jahr hier auf dieser Bühne Charming Boys gespielt, ein Projekt mit Knackis aus der JVA Iserlohn. Und diese Patienten waren Gäste im Publikum und haben gesagt, sowas möchten wir auch einmal machen. Und das haben wir im Herbst angefangen. Wir waren in Dert, in dieser wirklich ganz, ganz toll gelegenen Klinik. Das hat fast etwas von Thomas Mann, Zauberberg, ganz, ganz weit oben im Wald. Jetzt, wie es im Winter da verschneit war, es war unglaublich toll eigentlich. Und da in diesen Räumen haben wir angefangen, mit diesen Männern Theater zu machen. Und es war für uns als Team eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Wir haben Menschen kennengelernt, die wahnsinnig neugierig sind, in ihrem Leben was Neues zu erreichen. Die wirklich ihre Biografie als Sprungbrett nehmen, um jetzt nochmal neu durchzustarten und einmal im Leben wieder mal richtig verrückt zu sein, ohne dafür strafbar gemacht werden zu können. Wie das endlich? Natürlich hatte ich Vorbehalte dagegen, wie mein Kollege schon gesagt hat, ne, ist ziemlich unmännlich gewesen für uns und auch unüblich. Wir kommen aus JVA und haben halt vorher ein Leben geführt, was halt nicht so mit Theaterspielen zu tun hat, sonst irgendwas, aber viel Gewalt, viel Brutalität. Das ist eine andere Sache halt. Ne? Also sich überhaupt mal was einzulassen, das war schon interessant. Wir haben Geschichten genommen, die bei den Improvisationsspielen entstanden sind. Die Geschichten haben natürlich was mit den Biografien zu tun, aber wir haben es nicht bei den ganz, ganz simplen, einfachen Biografien belassen, sondern wir haben sie natürlich ein bisschen durcheinander gemischt, durcheinander gerührt, auf eine andere Ebene gehoben. Denn nur jetzt rein biografisches Theater zu machen, das wäre doch ein bisschen zu platt. Das würde zu sehr so in die Richtung der Therapie gehen und das wollen wir nicht. Wir wollen mit denen schon Theater machen. Let's go.
Das Ganze hat seinen Anfang gefunden hier im Lutz mit einem Stück, das auch mit Strafverfolgung zu tun hat. Ja. Okay, vielleicht erzählen Sie mal, wie das... Ja, wir wurden eingeladen vom Herrn Werner Hahn. War ein sehr schönes Stück. Wir haben natürlich alle viel Spaß gehabt, was wir gesehen haben, was die Leute da schaffen und erreichen und gespielt haben auf so einer kleinen Bühne. Halt mit wenig Equipment so viel gemacht. Dann hat der Werner Hahn in unserer Turnhalle, also in der Klinik, uns ein paar Sachen vorgespielt und so. Und haben wir natürlich Lust bekommen und haben gesagt, wir würden auch gerne so ein Stück machen. Und dann hat er das mit uns geplant. Halt wurde aus unserer Geschichten, aus den ganzen Geschichten von unseren Leuten, halt hat er so eine Geschichte geschrieben. Was ist der Knackpunkt bei dieser Sache? Es ist ja nicht einfach ein Stück, es ist keine Geschichte, die Werner Hahn geschrieben hat, sondern es geht um die Geschichten von euch selbst. Ja, also wir sind alle Strafgefangene, haben alle unsere negativen Erfahrungen gemacht mit Kriminalität, Drogen, Gewalt und mein Vater ist Zuhälter und komme aus der Zuhälterszene und ja, haben wir ein bisschen Geschichte daraus geschrieben. Ne? Okay, wie schwer ist das, sich selbst zu spielen? Jemand anderes zu spielen dürfte bestimmt leichter sein, oder? Ja, ich habe auch die Rolle nicht gespielt. Also ich spiele jemand anders. Ne? Die haben jetzt da, der hat das ein bisschen umgeschrieben, nicht ganz uns, schwuler Zuhälter, die haben jetzt einen schwulen Zuhälter daraus gemacht. War nicht ganz meine Geschichte, aber er hat gesagt, ob er ein bisschen verändern darf. Und habe ich gesagt, ja, ist kein Problem. Ne? Wurden ja auch keine Namen benannt im Stück. Jetzt haben wir es gerade hier auch in dem Video, also man zeigt sich ganz offen. Wie ist das jetzt auf der Bühne, wie ist das vor der Premiere zu sagen, Mensch, da sitzen nachher 150 Leute in mehreren Vorstellungen dann eben auch. Die sehen mich, die sehen meine Geschichte, auch wenn sie vielleicht ein anderer spielt. Wie ist das? Ja, ein bisschen Lampenfieber ist dabei. Wir machen ja halt jetzt da oben Therapie, wir lernen vor anderen Leuten zu sprechen. Wir können uns artikulieren und so welche Sachen, was vorher schwer war. Aber im Moment habe ich damit keine Probleme. Also ich bin guter Dinge, dass das gut das Stück wird. Am Anfang haben wir ein bisschen gezweifelt, ist auch ein bisschen Stress, weil da oben noch Therapie läuft. Wir müssen noch arbeiten, wir machen Therapie und dann noch das Theaterstück zweimal am Tag. Ist schon ziemlich stressig, muss ich sagen. Das war ein gutes Stichwort, wie viel Zeitaufwand steckt dahinter? Da geht ja dann trotzdem, trotz Therapie, ja wohl auch immer noch ein ganzes Stück an Freizeit. Dann sehr viel. Der Herr Hahn kommt jetzt auch Samstag und Sonntags. Halt, damit die Leute ihren Text reinkriegen, weil viele Leute haben 20, 30 Jahre nicht mehr gelernt. Also wir kennen nur das Leben, schnelles Geld und ja, nichts Schulisches mehr. Ne? Bei all unseren Projekten, die wir in diesem soziokulturellen Bereich machen, gehört natürlich als ganz, ganz wesentliches Element der Tanz dazu. Und ich bin sehr dankbar und froh, dass uns Diana Ivancic bei diesem Projekt wieder begleitet hat. Sie hat mit genauso viel Anteil an diesem Projekt jetzt mitgestaltet, wie wir das von Theaterseite aus gemacht haben. Und jetzt hoffen wir, dass sich das Ganze in den letzten Proben so abrundet, dass wir dem Publikum einen spannenden, aufregenden und sehr emotionalen Abend im Lutz bieten. Einer von uns gilt. Fresse, einer von uns verpfeift. Kannst du denn nicht Spiel schauen? Einer von uns verpfeift, klar. Das schon kapiert. Und? Schau dich um. Wen kannst du riechen? Wer pisst dich an? Ist so einfach. Und es geht so schnell. Ein Wort. Ein einziges geschmeidiges Wort. Und jeder ist verdächtig. Seid ihr Deutsche? Das gehört bei euch zur Geschichte. Was gehört in Deutschland zur Geschichte? Denunzieren, verpfeifen. Also erstmal ein großes Lob an Herr Werner Hahn, der uns wirklich viel gibt, hier auch mit dem Theater dieses Stück zu spielen und uns auch ein bisschen der Gesellschaft zu zeigen, dass wir auch was anderes können, außer konsumieren oder krumme Geschäfte machen. Kapier das endlich. Lutz als Jugendtheater, aber geht es jetzt hier rein um ein Jugendstück? Ist das ein Jugendstück? Es ist ein Stück, das eigentlich alle Menschen betrifft. Wenn man bedenkt, dass hier gerade bei diesen Jugendlichen, die hier auf der Bühne mitspielen, Menschen dabei sind, die ihre Drogenkarriere mit 6 Jahren begonnen haben, dann gibt einem das zu denken und
es sind nicht nur die, die so eine Karriere hinter sich haben. Wenn man schaut in unserem näheren Umfeld, gerade in dieser Stadt, dann weiß man, dass viele Menschen mit dieser Drogensucht in Berührung sind, viele junge Menschen. Und das hat jetzt nichts mit der sozialen Herkunft zu tun, das geht bis hinauf zu Gymnasiasten, das geht hinauf zu Menschen aus wohlhabenden Familien. Die Begegnung mit Drogen ist etwas, was junge Menschen aus unterschiedlichsten Gründen für ihr Leben irgendwann einmal entdecken. Und wenn wir ihnen nicht helfen, sie da wieder wegzuholen, dann kann da wirklich manchmal eine Sackgasse entstehen, die dann für uns alle eine tragische Sackgasse wird. Für die, die es betrifft, für uns ganz pragmatisch gesehen als Steuerzahler, da wird dann ein Herr Sarrazin wieder laut und wird sagen, warum muss ich für solche Typen Steuern zahlen? Aber es ist auch ein menschliches Problem. Wie schafft man in einer Gesellschaft gerade für solche Menschen wieder Türen zu öffnen, die wieder zurückzuholen? Wie schafft man es auch, bereit zu sein für Niederlagen, für Momente, wo vielleicht das Vertrauen, das man gerade geschenkt hat, auch wieder verunsichert wird? Aber wenn wir als Gesellschaft uns da nicht auftun, dann isolieren wir solche Menschen für immer und ewig. Da sind Leute dabei, die sind Mitte 40 und ringen immer noch mit dieser Suchtabhängigkeit. Aber was ist, wenn so einer jetzt nach vielen, vielen Therapien diesen Weg wirklich raus in die Gesellschaft schafft? Wer bietet ihm da noch die Möglichkeit, wieder draußen anzukommen? Und diese Verantwortung, die müssen wir alle tragen.